die Geburtstagstorte war wunderbar. Alle haben mit grosser Freude drauf losschnabuliert, bis alles Rübis und Stübis aufgegessen war. Dann ist der Höhepunkt des Geburtstags. Jedes hat dem Papa Moll ein Geburtstagsgeschenk gegeben. Es war fast wie an der Weihnacht. Kommen Evi und Fritz zuerst dir? Evi, steh gerade an. Kann man dir mal nicht immer rum? Zähl lieber. Gut. 1, 2, 3. Liebe Papi, es ist ein Fest, weil du heute Geburtstag hast. Darum musst du, liebe Mann, davon uns ein Geschenk haben. Bleib vergnügt und gesund und froh, das heisst, mach einfach weiter so. Das wünschen dir heute ohne Witz, herzlich Evi und der Fritz. Bravo, bravo! Gut, habt ihr das gemacht. Das habt ihr wunderbar aufgesagt. Danke vielmals. Haben die das Gedicht selber gemacht? Ja, klar. Nein, Fritz, ist gar nicht wahr. Ja, also, die Mami hat uns ein bisschen geholfen. So, noch ein bisschen geholfen. Ja, sie hat geschrieben und wir haben es auswendig gelernt. So, so war das. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Mami so gut dichten kann. Mach jetzt unser Pack auf und schau, was drin ist. Ja, so, natürlich. Ist fast schade, das goldige Bändchen hier zu verreissen. Soll dir helfen? Nein, nein, es geht schon. Was ist denn da in diesem wunderbaren Geschenkpapier drin? Jetzt schau auch hier hin. Badhose. Danke vielmals. Meinen ihr, die passen mir? Ja, wir haben im Geschäft einfach die grösste Nummer genommen. Im schlimmsten Fall könnte Mami sie hinten ja ein bisschen auslassen. Ja, du kommst mir gerade noch geschliffen.